Maestro, wie kann man die jungen Leute begeistern für die zeitgenössische Musik? Indem man ihnen zeigt, wie man komponiert und ihnen die Möglichkeit gibt, selbst Klänge zu klingen, Klänge zu schreiben, meine ich, zu erfinden, die mit ihrer inneren Persönlichkeit zu tun haben. Und so ein junger Mensch eine Antwort findet, ein Echo findet auf seine eigenen Empfindungen, statt kalte Ablehnung oder Gelächter oder sowas. Ist schon ein guter Schritt gekommen nach vorn, wenn vorne bedeutet Offenheit, Bereitwilligkeit und vor allen Dingen Verständnis, gegenseitiges Verständnis und ein großer Respekt für alles das, was die jungen Leute machen. Der Autor Herr Rostek, der hat gesagt, ein offenkundiges Wesensmerkmal in ihrer Musik und Ästhetik ist die klangliche Sinnlichkeit, dass sie in ihrer Musik die klangliche Sinnlichkeit anstreben. Und das nicht nur als 17-Jähriger, sondern durch ihr ganzes kompositorisches Leben hindurch. Ja. Na, das wäre, wenn es das nicht gäbe, dann wäre das eine trockene Angelegenheit, die niemand interessiert. Klang, der Klang trägt die Idee in der Musik. Das kann gar nicht anders sein. Sie waren ihr ganzes Leben lang ein mutiger Komponist. Sie haben Ihre Meinung gesagt, Sie haben politisch Ihre Meinung gesagt, Sie haben einen Rudi Dutschke aufgenommen, Sie haben in der Öffentlichkeit sich geäußert, nicht nur jetzt in Ihrer Musik selber, sondern auch politisch einen Standpunkt eingenommen. Und wenn man heutzutage Komponisten anschaut, die trauen sich ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Weil es sie nicht interessiert. Ja, aber es ist ja eigentlich schade, oder? Oder wie sehen Sie das? Es ist ja bewundernswert, Sie haben immer Ihren Standpunkt gehabt und haben den mutig vertreten und haben sich damit in gewisser Weise nicht gerade Freunde geschaffen. Hm. Wollte ich auch nicht. Jeder Mensch sollte das Recht haben, sein eigenes Konzept von der Welt, von den Menschen, von den Notwendigkeiten und von den Nichtnotwendigkeiten des Lebens und der Persönlichkeit nachzukommen. Und es gab mehrere Eklats, zum Beispiel bei König Hirsch oder das Floß der Medusa. Da ging es ja ganz schön rund zu bei den Uraufführungen. Also im Falle König Hirsch, da ging es relativ harmlos zu. Es waren Gegner der neuen Musik, Freunde der alten Musik, Wagner war ihr Großes. Und sie wollten nicht, dass in der deutschen Oper viele neue Sachen gespielt wurden. Da war damals Karl Ebert, der Intendant, Städtische Oper hieß es damals noch. Er war auch bestürzt und überrascht. Es wurde ja die Aufführung gestört. Und der Dirigent, der Exzellenz war, Hermann Scherchen, wurde verhöhnt und geärgert. Das war ein sehr trauriger Abend, den ich auch nie vergessen werde. Ähnlich, wenn auch mit anderen Vorzeichen, anderen Prämissen, wie man sagt, war die Sache mit dem Floß der Medusa.
Da ging es gar nichts gegen, die Musik zu dem Stück oder um das Stück selber, denn das Stück selber ist ja ist in erster Linie ein Politikum, es hat etwas Gleichnishaftes. Hatte es schon damals bei dem, als es geschehen ist, dieses entsetzliche Unglück mit dem Schiff Medusa und mit der moralischen Niederlage einer bestimmten Gruppe von französischen Machthabern. Es gibt das wunderbare Bild von Delacroix, das hängt im Louvre, riesengroß, wo man nachlesen kann, wie in einer Geschichte, was da passiert ist und wie das gewesen ist. Es ist auch ein einer der Dalai Lama hat einen Bericht geschrieben, der dann an die Regierung geschickt wurde. Hat ein großes Entsetzen in der ganzen Welt hervorgerufen, diese Sache. Es hat aber mit Kunst nur marginal zu tun. Es ging, heute weiß man besser als damals bei der Hamburger Niederlage. Keiner kannte das Floß der Medusa. Der Titel allein ist ja auch nicht dermaßen erschreckend und klassenkämpferisch. Die klassenkämpferischen Prämissen sind dann im Laufe der Entwicklung dieser schrecklichen Geschichte dazugekommen. Aber es ging da um Kämpfe zwischen den Hamburger und Berliner SED-Leuten. Nicht über mich, nicht über Géricault, nicht über Delacroix. Und es hat sich ungeheuer aufgedunsen, das Ganze. Aber ich meine, schon ein halbes Jahr später hat die Wiener Singakademie eine wunderbare Aufführung gemacht von dem Stück ohne Störungen. Es ist nicht ein Stück, wo man unbedingt stören muss. Auch in Hamburg wurde ja nicht gestört, wurde nicht die Musik gestört, sondern die Idee, so ein politisches Thema, wie man dachte, auf die eine bürgerliche Musikform zurückbringt oder hervorruft. Sehr traurig war das. Das Ganze war ein Missverständnis allererster Güte oder allerletzter Güte. Ja. Inzwischen ist das Floß der Medusa viel gemacht worden, gespielt worden, dargestellt worden. Aber wenn ich als revolutionär gebrandmarkt sein sollte in dem Augenblick, dann ist auf jeden Fall das Floß der Medusa mein Stück und dieser Vorgang in Hamburg nicht ausschlaggebend. Weil es sich um einen, was würde man sagen, lächerlichen Missverständnis handelt. Die einzige kluge Sache, die ich in meinem Leben gemacht habe, war der Umzug nach Italien. Weg von Musikbetrieb und all diesen Dingen. Und es ist auch so geblieben, ich bin jetzt immer noch sehr froh, hier zu sein und nicht da. Egoistisch,
gedacht. Ich habe so einen Hintergrund vom westfälischen Bauerntum. Kartoffelfelder, bisschen Getreide auch, viele Rüben, aber auch so ein eigenartiges, vielleicht vom Katholizismus herkommendes Gefühl, nicht für das Gute und das Schlechte, aber für das Wohl und das Übel. Hier habe ich auch viele Jahre lang unerkannt gelebt, sozusagen. Also man hat gar nicht gewusst, dass ich hier bin. Ich habe mit meiner Musik hier keine Beiträge geleistet. Erst in den letzten Jahren, eigentlich erst als die Akademie Santa Cecilia mich berufen hat zu einem Academico d'Onore, da werden meine Stücke auch so was wie die 9. Sinfonie, also umfangreiche und aufregende Stücke. Also neulich hat es noch etwas gegeben, Opfergang. Ich habe hier ein Publikum in Italien. Den größeren Teil meines Lebens habe ich hier verbracht. Ja. Und Sie haben es nicht bedauert? Nicht mal eine Sekunde lang. Ja. Sie haben das Wort Katholizismus erwähnt. Sie sind nicht katholisch, Sie sind doch evangelisch getauft, oder? Ich bin Heide. Ja, aber damals als Kind? Also in Westfalen, gerade in der Gegend, wo ich herkomme, da gibt es 50% Katholen und 50% Evangelen. Ich gehöre zu den Letzteren. Ja. Ja. Da gingen am Sonntagmorgen die Evangelen in die evangelische Kirche, Mann und Frau, Kinderschar und so weiter, Arm in Arm. Und auch die Bibel, da durfte natürlich nicht fehlen, oder das Gesangbuch. Und auf einer anderen Straße oder Straßenseite gingen die Katholen mit Zylinder. Ja, sehr streng ist. Der Katholizismus ist dort sehr ernst genommen. Da gibt es auch Klöster, nicht? Unna zum Beispiel, Paderborn und viele andere Ortschaften. Hat auch was Anregendes, nehme ich an. Sind Sie gläubig aufgewachsen? So richtig in die Kirche gehen und beten und dergleichen mehr, weil Sie waren doch dann bei Wolfgang Fortner. Das war ja eine Kirchenmusikausbildung, die Sie da genossen haben. Das war ja was Kirchliches. Das Evangelische, das ja? Heißt ja auch so. Ja. E.V. Punkt. Dann haben Sie ja ziemlich viel Kirchliches eingesaugt, sagen wir, Kirchenmusikalisches. Ja, wir haben ja auch einen Gott, als Johann Sebastian Bach. Aber Sie haben auf jeden Fall Distanz zu diesen Institutionen irgendwann bekommen. Hatte auch was damit zu tun, dass mein Vater ein Nazi war. Und meine jüngeren Geschwister wurden nicht mehr getauft. Ich habe meine Mama dann nach dem Kriege alleine arrangiert und durchgesetzt. So dass meine lieben jüngeren Geschwister auch die Tropfen auf die Stirn gekriegt haben. Ja. Und wahrscheinlich, und warum nicht, ist das Evangelische in meiner Erziehung wichtig gewesen. Nicht nur die 10 Gebote, sondern auch so Gesetze, wie man sich zu Mitmenschen verhält, wozu man auf der Welt überhaupt ist, was das Ganze soll. Wenn man ein so vages Sujet wie die Musik gewählt hat oder von ihr gewählt wurde. Wenn Sie jetzt hier diese wunderschöne Natur erleben, sich hier ein Paradies erbaut haben, sich das alles letztendlich selber verdient haben und erleben hier das Paradies auf Erden, sehen Sie da irgendwas Göttliches dahinter oder was Höheres? Etwas Fleißiges. Ich war bettelarm, nach dem Kriege dann noch mehr als vorher, weil ich schon erwachsen war, sozusagen. Ich bin Jahrgang 26. Aber es war mein Ehrgeiz, da rauszukommen aus dieser traurigen
die meisten jungen Musiker belästigende und quälende Frage des Lebensunterhalts. Naja, ich habe ein Lebensjahr gebraucht dafür, um mein eigenes Haus zu haben. Und zwar keine Kartoffelfelder, aber Weingärten. Und Sie können stolz drauf sein. Ich glaube auch, Sie sind auch stolz drauf. Und zufrieden und glücklich mit dem, was Sie erreicht haben. Das da. Ich möchte gern auf ein paar Personen zu sprechen kommen. Sie haben unglaublich viele Menschen kennengelernt, durch Ihren Beruf, durch Ihren Erfolg auf der ganzen Welt. Persönlichkeiten, seien es Hochgestellte oder seien es ganz einfache Leute. Sei es jetzt zum Beispiel Nono, sei es Moderna, sei es Scherchen, gab es ganz bestimmte Persönlichkeiten, wo Sie sagen, die haben mich geprägt. Also was die Musik betrifft, zuerst haben Sie Nono, Moderna und Scherchen gesagt. Das ist ganz klar, das war eine der wichtigsten Begegnungen in meinem Leben. Und es war ein Blick auf die Musik und ein Verhalten zur Musik und eine Einstellung zum sozialen Tun der Musik, ihrer Aufgabe und so weiter. In der Welt der Literatur habe ich länger dauernde Bekanntschaften und Freundschaften gehabt. Als erstes kommt da die Inge Bachmann, ihren Verlust, eine ganz schwierige Situation bedeutete für mich eine Vereinsamung, eine Grausamkeit allererster Qualität. Und dann aus einer ganz anderen kulturellen Ecke kommen W.H. Auden, 2 Libretti, 2,5 Libretti sogar, hat er für mich geschrieben. Englands größter Dichter, das hat mich sehr gerührt. Er war übrigens erzogen als Evangele, oder wie man das in England nennt, und ist dann zum Katholizismus übergetreten, römisch-Katholizismus. Das will natürlich auch was heißen. Also was es genau heißen soll, das wusste er am besten allein und seine Beichtväter. Auch das war ein schrecklicher Verlust für mich. Und sein Mitarbeiter, Chester Kallman, ist ein halbes Jahr nach Orden gestorben. Überhaupt ist es so, dass Nono, Moderna, Scherchen erwähnten sie, gibt es alle nicht mehr. Es kommt dann immer wieder vor, dass man sagt, so jetzt rufe ich so und so an und spreche mit ihm über das und das. Und dann fällt mir ein, gibt es ja gar nicht mehr. Ich habe sehr viel Freude gehabt und uns ist sehr wichtig gefunden für meine eigene Arbeit, das Unterrichten. Das Lehren, das Mitteilen, das Weitergeben, was man kann und weiß und was vielleicht helfen könnte, eine Entwicklung zu fördern. Insofern bin ich noch da. Karl Amadeus Hartmann war für Sie auch eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit, ein guter Freund. Sehr wichtig, ein sehr guter Freund, ein sehr liebenswürdiger Mensch, fleißig und tüchtig und sehr erdverbunden durch sein Bayerntum. Wir hatten eine sehr freundliche Beziehung. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, bei ihm gelernt, von ihm gelernt. Und seitdem es den nicht mehr gibt, habe ich mich mehr gebunden gefühlt an Elisabeth, die ihn sehr geliebt hat, auch sie ist nicht mehr da. Meinen Sie, es gibt irgendwann mal ein Wiedersehen, ein Leben danach?
Werden Sie Ihrer Meinung nach diesen lieben Menschen wieder begegnen? Darüber denke ich nie nach. Was Ihre Instrumentierung betrifft, es ist immer kristallklar, kam das aus Ihnen selber heraus oder war da Fortner ausschlaggebend oder Stravinsky? Wer hat Ihnen diese Sensibilität, das Ästhetische Ihrer Klänge vermittelt? Fortner war übrigens ein sehr guter Komponist. Seine Musik wird wenig gespielt heutzutage. Aber er war wirklich ein sehr guter Komponist, ein ausgezeichneter Lehrer. Alle diejenigen bestätigen, die bei ihm gearbeitet haben. Stravinsky war praktisch verboten in der Nazizeit. Später hat sich dann herausgestellt, dass es nicht nur verboten war, sondern dass es auch sehr schwierig war, um Klarheit, Kristallines, Deutliches zu vermitteln. Darzustellen. Er ist der Einzige, für den ich eine große Bewunderung atualmente. Begeisterung empfunden habe, die ich immer noch habe. Er gehört zu den großen Klassikern für mich. Eben das für das, was er auch wirklich war. Ein fabelhafter Musiker. Ja. Da gab es ja auch eine schöne Anekdote, wie Stravinsky eine Aufführung von ihnen besuchen wollte und nicht im Frack kam. Und ohne dass er diese Uraufführung hören konnte, wieder ins Hotel gehen musste. Das war Boulevard Solitude im Teatro dell'Opera in Rom. Da war damals noch Smokingpflicht. Und Stravinsky kam mit einem, ich war nicht dabei, deswegen, ich erzähle nur nach, was er mir erzählt hat. Einer von den, wie nennt man diese Leute denn? Türöffner. Ja, sowas ähnliches. Hat aufgemacht. Und siehe da, kein Smoking. Und er wurde nicht reingelassen. Die wussten nicht, wer das war, natürlich. Und er ging ins Hotel. Dann hat sich herumgesprochen, was da passiert ist. Und der italienische Kulturminister hat sich entschuldigt schriftlich. Und er ist wieder zur zweiten oder dritten Aufführung gegangen. Und er war zu mir sehr, sehr lieb. Väterlich oder brüderlich. Man fand das allgemein ein bisschen merkwürdig, dass ich nicht in meinem eigenen Lande arbeite. Aber er zum Beispiel, der immer in anderen Ländern gearbeitet, Umstände halber. Er fand es okay, auch wenn man ja sehr viel lernen kann aus anderen Sprachen, anderen Gewohnheiten und so weiter, von anderen Menschen, anderen Kulturen. Ja, ja. Als Stravinsky mit Ihnen zusammen war? Das war auf dem Festival der Musik des 20. Jahrhunderts. In Rom. Und da gab es in der amerikanischen Akademie eine Party für ihn mit geladenen Leuten. Ich war einer von den geladenen Leuten. Und er saß in einem Sessel, ein alter Herr. Ich habe ihn so von Weitem angeschaut. Und dann hat Nikolas Nabokov mir gesagt, kommen Sie mit, Stravinsky will Sie sprechen. Oder kennenlernen. Und dann brachte man mich zu ihm. Und er hat mich gebeten, sich neben gleich zu ihm zu setzen. Und wir hatten ein sehr schönes Gespräch über Reihenmusik. Sehr schön.
Ja, Sie waren ja auch offen für die Dodekaphonie. Nicht nur jetzt für das klanglich-ästhetische, sondern auch experimentelle. Die Dodekaphonie, das ist doch einfach das Komponieren mit 12 Tönen statt 8 oder 7. Einige der besten Partituren, die in diesem oder im vergangenen inzwischen Jahrhundert geschrieben worden sind, sind auf diese Weise entstanden. 12-tönig, zum Beispiel die Lulu von Alban Berg, mein Musterbeispiel zu nennen. Gleichzeitig, was nicht alle verstanden haben, auch heute noch nicht alle verstehen, ist die Auflösung der Traditionen, der traditionellen Harmonik, bedeutet eine größere Freiheit und wirft so ein Licht in eine ungewisse Zukunft, die aber offenbar konkret existierte. Eine der schönsten Geschenke des Jahrhunderts, die Erfindung des Komponierens mit 12 Tönen. Nicht allen ist es geglückt, schön Klingendes daraus zu gewinnen, sondern die Schärfe, die Härte des Ganzen hat ihnen was angetan, sie ihnen nicht gut getan. Ich gehörte nicht dazu. Wie sehen Sie dann einen Komponisten wie John Cage? Wäre das auch was für Sie in diese Richtung? Nein. Ça me n'intéresse pas. Ich gehe davon aus, der kompositorische Akt ist ein Akt, wo man ganz auf sich gestellt ist. Ein schöner Akt, aber auch ein einsamer Akt. Man ist doch wirklich mit sich ganz alleine. Ist auch schön. Endlich. Ich gehe davon aus, Sie komponieren weiterhin fleißig, regelmäßig, aufgrund Ihres Tagesrhythmus. Selbstverständlich, oder? Ja, ich habe gerade eine Oper beendet. Weiß ich, ja. Jetzt mache ich gerade ein bisschen Pause. Aber im Kopf ist schon wieder eine neue Idee am Sprudeln. Aber sehr im Anfangsstadium. Ja. Antonio fängt an, die Fensterläden zuzuklappen. Ja. Und wir beenden unser Interview. Dann vielen, vielen herzlichen Dank, Maestro. Ganz, ganz herzlichen Dank. Zitti, 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 piano, non facciamo confusione.